Hallöchen, ihr Lieben. In dem heutigen Video nehme ich euch einmal mit, wie ich meine erste Box aus Graupappe komplett mit Buchleinen bezogen habe. Also, das ist definitiv kein Profi-Video, ne? Da gibt es definitiv bessere, die das wesentlich öfter schon gemacht haben als ich, hier zum ersten Mal. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mit. So könnt ihr aus meinen Fehlern lernen oder beziehungsweise einfach mal gucken und euch schon mal ein paar Tricks abschauen, wie das so funktioniert. Es ist eine Box mit einem dicken Deckel und hier so einem kleinen optischen Highlight noch oben drauf. Ja. Und wie ihr seht, mit wieder wunderbar süß bedrucktem Buchlein von Kreativdepot. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hi ihr Lieben, ich werde heute eine Box bauen, denn von meinem ganzen Albumbau habe ich hier solche Reste übrig, mit denen sich nicht wirklich mehr schöne Alben bauen lassen, aber die ich auch nicht wegschmeißen kann. Und die eignen sich von der Höhe her ganz gut, um Boxen zu bauen, quasi um die Rahmen für die Boxen zu bauen. Natürlich brauche ich dann auch noch richtige Graupappe, um den Deckel bzw. den Boden dann fertig zu machen. Aber für die jeweiligen Seiten und auch für den Deckel die Seiten, dafür verwende ich jetzt diese Reste hier. Und dann zeige ich euch mal, wie ich das so mache. Ich habe mir jetzt überlegt, anhand meiner Reste, die ich hier noch so hatte, werde ich einfach eine 20 x 10 cm Box bauen. So ein längliches Geschoss, habe ich jetzt gerade Lust drauf. Und so eine Boxen kann man ja immer so zum Verschenken gut benutzen. Das Unterteil ist jetzt aufgrund der Reste 7,5 cm hoch und dann wie gesagt 20 cm lang oder sogar ein bisschen über 20, genau 25 cm. Das muss ich noch einkürzen, weil der Deckel bei mir ja nur 20 ist. Das heißt, hier hinten muss ich mir das jetzt noch abmessen, dass ich die Box hier auch wirklich auf die angegebenen 20 cm bringe. Dafür benutze ich zum einen schon mal mein Metalllineal. Dann habe ich hier ein Cuttermesser, um die Graupappe später zu schneiden. Natürlich geht das auch super mit diesen tollen Hebelschneidern. Aber ich besitze so ein schönes Exemplar nicht, die auch Graupappe schneiden können. Deswegen mache ich das alles noch auf die altbewährte Weise, zeichne mir das einmal an. Dann habe ich hier so eine olle Schneidematte drunter, wo mir das völlig egal ist, wenn da Ritze reinkommen. Und dann gehe ich da mit dem Cuttermesser am Metalllineal zweimal entlang. Und damit ich jetzt hier meine Hand entlasse und nicht mehr das Lineal aufdrücken muss, habe ich ja jetzt hier die Graupappe schon vorgeritzt und gehe jetzt immer einfach durch den Schnitt so lange, bis ich komplett durch bin. So. Jetzt habe ich hier meine 8 Stücke Graupappe, einmal für den Boden, quasi der Rahmen, und einmal für den Deckel. Der Deckel ist dementsprechend schmaler ein Stückchen, damit man dann den Deckel besser abheben kann später. Und natürlich ist der Deckel auch jeweils 3 mm länger als der Zuschnitt für die Graupappe, damit er sich später drüber stülpen lässt. Jetzt habe ich mir mein Buchbinderleim schon rausgeholt. Einen ollen Pinsel wollte ich gerade sagen, also einen stinknormalen Pinsel. Und dann habe ich hier was ganz Cooles bekommen, und zwar von Craftelier, da steht der Name, dieser Online-Shop. Und das sind solche Ecken, die mir helfen, die Box zusammenzufügen. Und zwar haben diese Ecken 3 verschiedene Größen, einmal 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. Da geht es um die Stärke der Graupappe. Ich arbeite hier mit 2 mm Graupappe, das heißt, meine passt genau in die Mitte. Und wenn ich jetzt die Box hier zusammenkleben möchte, dann schiebe ich die einfach hier rein.
bringen hier Leim auf. Das mache ich natürlich am besten vorher, damit ich das hier nicht so voll sau. Und dann füge ich hier die Ecke zusammen und hier die Ecke zusammen. Und dann halten mir diese Kanten hier, diese Ecken, meine Box, so dass das hier so aushärten kann, der Kleber jedenfalls aushärten kann. So ist der Plan, das mache ich jetzt mal. So, während der erste Rahmen bzw. das Unterteil der Box jetzt hier zusammenklebt und aushärtet bzw. trocknet, messe ich mir jetzt die genauen Maße des Bodens ab und schneide die zurecht. So, dann geht's ans Einkleiden der Box. Ich habe hier Buchleinen von Kreativdepot. Ganz süß, soll so wieder für ein Baby geschenkt werden. Und vor allen Dingen hat das so geile Maße, so überlängenmäßig. Das heißt, ich kann mir jetzt für die Seitenteile einen dicken Streifen schneiden und den einmal komplett rumkleben. Wenn ihr nicht so ein Buchlein habt, dann müsst ihr natürlich euch Streifen schneiden und die dann aufeinander abstimmen, also einmal die Seite ein Streifen von der Länge her. Vielleicht schafft ihr es auch in zwei Streifen, dass ihr hier einmal um die Kante kleben könnt und dann hier rüber über die Kante bis hier ungefähr und den nächsten Streifen dann hier ansetzt, dass ihr hier natürlich eine saubere geschlossene Ecke habt. Aber ich versuche das jetzt in einem durchzuziehen. Dann muss mein Streifen eine Höhe haben von, also die Box Kante an sich hat 7,7 cm jetzt. Dann möchte ich sie hier einmal rumkleben und natürlich nach innen kleben. Das heißt, ich werde großzügig messen, falls ich beim Klappen nicht ganz parallel verlaufe, werde ich nicht nur 1 cm, sondern gleich 2 cm jeweils an den Seiten haben. Also 7,7 plus 4 cm macht bei mir 11,7 cm und den Streifen schneide ich mir jetzt erstmal aus meinem Buchlein zurecht. Also so sieht mein Streifen jetzt aus, von der Seite so. Ich habe hier bei dem Buchlein so eine kleine weiße Kante, wahrscheinlich hier vom Druck her. Das wird quasi mein Anfang, dass der später dann verschwindet unten drunter. Aber das seht ihr gleich, zeige ich euch dann zum Schluss, wie es dann verschwinden soll. Ich hoffe, das passt genau von den Maßen her. Also ich habe jetzt die komplette Länge dieses Buchleins genommen. Außerdem habe ich mir jetzt oben und unten nochmal 2 cm angezeichnet, ganz leicht mit einem Bleistift, weil ich Angst habe, dass das sonst hier so durchscheint, wenn es zu dunkel ist. Also nur ein ganz leichter Strich. Und jetzt fange ich an, mein Buchlein wieder mit Buchleim einzupinseln und das Ganze hier einmal um meine Box zu legen.
So sieht dieser Zwischenschritt jetzt aus. Also oben und unten habt ihr jetzt einen Rand. Und die Seiten sind schön anmodelliert, die Kanten schön ausgeformt nochmal. Ihr habt es gesehen, mit dem Falzbein bin ich da überall nochmal drüber gegangen und habe das schön angedrückt auf die Pappe. Und jetzt geht es als nächstes an die Unterseite. Dafür nehme ich mir eine Schere, falze mir die Ecken hier zusammen und schneide einmal die Ecke ab. Und zwar so, dass hier unten immer noch eine hübsche Überlappungskante bleibt. Könnte man sogar noch ein bisschen mehr rausschneiden. So. Also ich kneife die Ecke zusammen, lege sie schön über die Kante und gehe mit der Schere auf die Graupappe drauf und schneide einfach die Ecke raus. Und dann kann man das später hier, werdet ihr gleich sehen, schön übereinander kleben. Ich habe mir jetzt zuerst die beiden langen Seiten umgelegt und jetzt werden schön die Kanten nochmal nachgearbeitet. Auch ebenfalls mit dem Falzbein bin ich da wieder drüber gegangen, dass die sauber anliegen und keine Beulen schmeißen. Und vor allen Dingen hier die Ecken schön reingeklebt und ausgearbeitet. Und jetzt kommen die Seitenteile genauso oben drüber. So sieht die verkleidete Box jetzt gerade von unten aus. Dann messe ich mir gleich noch ein Stück Buchlein zurecht und klebe einfach ein Rechteck drauf und dann ist die auch von unten schon mal fertig verkleidet. Als nächstes müssen wir das Teil hier oben, also diesen Rand hier oben, einschlagen und umlegen. Für die innere Ecke gehe ich erstmal mit dem Finger die Kante hier nach, dass ich genau ungefähr eine Idee habe, wie das Ganze hier nach gerade, also geradezu verläuft. Und dann müssen wir hier so ein Mini-Dreieck rausschneiden. Genau bis ran an die Graupappe. Ich traue mich nicht immer so viel, lieber erstmal weniger schneiden und dann nachschnippelieren, damit hier kein Stück Graupappe später rausguckt, ne? So, ich habe jetzt nach dem Einschneiden schon mal alles einmal umgefalzt und schon mal so ein bisschen den Weg vorgegeben. Und jetzt werden erstmal die kurzen Seitenteile eingeleimt und umgeleimt. Also alles wieder schön mit Buchleim bis in die äußersten Ecken bestreichen. Und dann mit dem Falzbein immer schön nachgehen.
So sieht die Box jetzt von innen aus, beziehungsweise wie ich die Seite quasi kaschiert habe und nach innen umgelegt habe, seht ihr jetzt hier das Ergebnis. Und jetzt muss ich mal gucken, dass das mit meinem Buchlein auch noch für den Deckel reicht. Deswegen werde ich jetzt mit dem Deckel weitermachen, denn den kann ich nicht so kaschieren, weil ich ja sonst obendrauf hier so eine hässliche Naht hätte. Wenn das quasi mein Deckel wäre und ich jetzt hier einfach so ein Stück Stoff drüber kleben würde, dann hätte ich ja hier so komische Abstände, das möchte ich nicht. Bei dem Deckel müsste ich jetzt das Ganze nämlich wirklich, ja, zeige ich euch, wie wir das jetzt quasi eindecken. Kommando zurück. Und zwar ist das so, dass mein Buchlein ja eine Laufrichtung hat durch das Muster. Wenn ich das jetzt nämlich komplett eindecke, dann ist das so, dass die süßen Tierköpfchen an den Seiten nach unten gucken würden. Wenn sie oben quasi plan sind und ich sie umlege, dann gucken sie alle nach unten. Das gefällt mir gar nicht. Deshalb werde ich hier Trick 17 der Selbstüberlistung anwenden und auch den Deckel jetzt einmal komplett genauso wie das Unterteil kaschieren mit einem Streifen. Und dann klebe ich mir nachher einfach nochmal ein Stück Graupappe, das ich extra beziehe, hier oben drauf. Das seht ihr dann gleich. So, das ist jetzt quasi das Unterteil der Box. Der Deckel sieht im Moment so aus. Im Prinzip sehen sie beide gleich aus, nur dass einmal der Boden ähnlich ist dem Oberteil, dem Deckel. Für den Deckel habe ich jetzt hier ein Stück Graupappe zurechtgeschnitten, das jeweils 0,5 cm kleiner ist als der Deckel selber an allen Seiten. Dann habe ich mir für das Beziehen dieses Deckels nochmal ein Stück Buchlein zurechtgeschnitten, das an allen Seiten wiederum 1 cm größer ist. Also die Maße dieses Aufsatzes plus 2 cm. Das zeichne ich mir jetzt hier auch einmal so grob an. Außerdem habe ich hier noch für den Boden ein Stück Buchlein, das jeweils 0,5 cm kleiner ist als der Boden selber. Den klebe ich jetzt einfach hier ganz glatt drauf. Das ist wichtig, dass man hier überall auf die Kanten schön Kleber bekommt, dass das überall plan anliegt. Und hier ist es so, dass ich mir jetzt hier die Ecken einschneide, aber nur so, dass ich noch jeweils zur Kante 2 mm Platz habe vom Buch, von der Graupappe her. Also wieder die Ecken rausschneiden und dann bis zur Kante jeweils 2 mm noch Platz lassen, damit man auch wirklich die Graupappe komplett mit Buchlein einschlägt. So sieht das Teil jetzt aus. Ich habe jetzt quasi einmal mit Buchleim nochmal die Graupappe direkt auf das Leinen geklebt. Und hier seht ihr jetzt, dass hier immer noch 2 mm Abstand an der Ecke zur Pappe ist. Und jetzt mache ich mir hier wieder Leim drauf, klebe zuerst die kurzen Seiten rum, dann werden hier schön die Ecken nochmal angefalzt und dann werden die langen Seiten angeklebt.
So sieht jetzt der bezogene doppelte Deckel quasi aus, also der Aufleger für den Deckel. Und den schmiere ich jetzt von unten auch nochmal mit Buchleim ein und klebe den einfach genau schön mittig hier drauf. Und dann ist auch der Deckel vom Muster her richtig bezogen. Das ist jetzt meine Deckellösung. Ob überhaupt noch alles passt. Aber haargenau, wunderbar, sehr schön. Ich liebe sie jetzt schon, die Box. Und von außen sieht sie auch schon wirklich sehr cool aus. Ziemlich massiv auch. Und jetzt muss sie nur noch von innen verschönert werden. Für die Innenraumgestaltung, nenne ich es jetzt mal, also für das Auskleiden des Innenraums, habe ich mich jetzt für ein unifarbenen Buchlein entschieden, denn sonst wäre mir das zu viel Muster. Ich habe jetzt hier so ein wunderschönes Grau, ebenfalls von Kreativdepot, passend zu diesem Design von dem Außenbereich. Dann habe ich mir schon mal einen dicken Streifen wieder zurechtgeschnitten. Und zwar habe ich einfach mal mein Innenmaß gemessen. Das sind bei mir 7,2 cm. Ne, 7, es ist schwierig mit diesem tollen Millimeter-Lineal, das immer unten noch hier so einen Versatz hat. Naja, also schätzungsweise 7,5 cm. Und ich habe jetzt das Ganze auf 9 cm, also genau 1,5 cm mehr dazugegeben und dann einen kompletten Streifen wieder abgeschnitten, denn ich möchte das wieder im Ganzen auskleiden. Ich habe hier so ein langes Buchlein, auch in Grau, und werde das jetzt im Ganzen hier einmal einsetzen. Und wenn ich jetzt sage, dass meine Schachtel 7,5 cm hoch ist, dann möchte ich nicht, dass das Buchlein genau hier oben abschließt, sondern so ein bisschen darunter, diese 0,5 cm. Das heißt also, sagen wir mal, bei 7 cm soll mein Buchlein abschließen. Deswegen habe ich jetzt genau 2 cm dazugegeben und diese 2 cm hier unten auch schon mal markiert, dass ich das später einmal so ein bisschen falzen kann. Aber vorher möchte ich natürlich wissen, wo ich meine Einschnitte hier machen muss in dem Buchlein, damit es genau um die Ecken passt. Und das mache ich, indem ich einfach mein Buchlein schon einmal vorher hier rein platziere. Und ich fange wieder an, dass ich es einmal um die Ecke klebe. Das heißt, ich stecke es hier unten rein und modelliere es schon mal richtig in die Kante.
Also ihr Lieben, das Beziehen des Innenraums ist wesentlich schwieriger als das Beziehen des Außengeländes. Und ich habe festgestellt, dass es sich einfacher macht, wenn ich die Wände einkleiste, als das Leinen hier. So ist es für mich einfacher. Ich werde jetzt hier überall hier oben, da wo noch kein Kleber direkt an den Kanten ist, und auch hier unten noch Kleber drunter packen. Und dann habe ich den Innenraum auch schon fertig. Nein, nicht fertig. Hier unten muss auch noch ein kleines Rechteck rein. Aber dann habe ich zumindest die Wand des Innenraums fertig. Für die Innenauskleidung meines Deckels habe ich mir jetzt genauso einen Streifen zurechtgeschnitten aus Graupappe in derselben Graupappe Buchleinen in derselben Farbe wie für den Innenraum, für den Boden. Und hier ist es bei mir so, dass der Rand 5,5 cm hoch ist. Und ich habe jetzt wieder auf 5 cm das Ganze runtergerechnet, damit ich ungefähr hier einen kleinen Rand noch zum Boxrand habe, dass hier noch ein bisschen was von dem Außendesign rausguckt und ich nicht bis ganz oben rankleben möchte. Deswegen rechne ich hier mit 5 cm und nach innen zum Umfallsmeter 2 cm dazu. Das heißt, mein Streifen ist 7 cm hoch in diesem Fall und ich habe mir hier wieder die 2 cm schon markiert. Jetzt werde ich das wieder hier einmal schon mal reinlegen und abmessen bzw. mit meinem Falzbein schon mal vorfalzen, damit ich weiß, wo ich die Einschnitte machen muss, so wie bei dem unteren Teil auch. Außerdem habe ich mir die Innenmaße hier einmal ausgemessen von den beiden Teilen der Box und mir die Rechtecke zurechtgeschnippelt. Und die werden hier einfach nur eingeklebt und draufgelegt. Ganz easy peasy. Vorher einmal Probe legen, ob das, was ich gemessen habe, auch hinkommt. Und dann wird es mit Buchlein eingestrichen und dann da reingeklebt. Also beim Deckel hat das Verkleiden des Innenteils jetzt, beziehungsweise des Seitenteils, viel besser funktioniert. Und zwar habt ihr ja gesehen, habe ich jetzt wirklich nur Abschnitt für Abschnitt die Graupappe mit Buchleim eingestrichen und dann das Leinen anmodelliert. Also immer nur von Ecke über Ecke. Und dann habe ich da erst danach dann weitergemacht, als dann die Ecken hier schön waren und das alles schön anmodelliert wurde oder war mit meinem Falzbein. Und jetzt habe ich hier auch noch so ein Bodenrechteckteil aus Buchlein genauso reingeklebt. Und jetzt ist meine Box tatsächlich fertig. Und passt wie Arsch auf einmal, wie man so schön auf Deutsch sagt, ne? Also dafür, dass es die erste Box ist, bin ich sehr zufrieden und ich hoffe, ihr konntet aus meinen Fehlern lernen und habt jetzt genauso Lust bekommen, euch mal an so ein Projekt zu wagen. Denn wie ihr seht, es ist kein Hexenwerk. Und damit gucke ich mal,
was aus der Box noch so wird, beziehungsweise was ich da reinmache, wie ich sie vielleicht noch weiter gestalten möchte. Wenn alles gut läuft, seht ihr das am Freitag diese Woche wieder bei dem wöchentlichen Freitagsrelease von Kreativdepot. Aber mal schauen, ob ich das diese Woche schaffe, denn tatsächlich liegt bei mir ein Mädelswochenende an und da freue ich mich ganz wahnsinnig drauf. Es geht schon Donnerstagabend los, also ein langes Wochenende. Und da muss ich mal gucken, ob ich dann Mittwoch das noch schaffe, das Video zu schneiden und hochzuladen und überhaupt noch was fertig zu bekommen. Ansonsten, wenn wir uns nicht mehr sehen oder hören am Freitag, wünsche ich euch heute schon ein schönes Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.